Eine Wiedergeburt feiert die Marke Lada nun in Österreich. Die Modelloffensive in der unteren Preisklasse ist eine Überlegung wert, auf einen Russen umzusteigen. Und welche Zielgruppe hat man im Visier? Also mit dem Lada Kalina eigentlich von 20 bis 70 Jahren. Mit dem Kalina Cross, den Sie hinter mir sehen, wahrscheinlich mehr das jüngere Publikum, weil er eben innen wesentlich peppiger im Interieur ist. Aber genauso gut wird es auch das ältere Publikum ansprechen, da das Fahrzeug um 2,2 cm höher gelegt ist und somit das Ein- und Aussteigen nochmal bequemer ist als im Kalina von Hause aus schon. Der Lada Kalina hat aktuell einen 1,6 Liter 16-Ventiler Motor mit 98 PS. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 6,5 bis 6,8 Liter, je nach Fahrweise. Und somit sind wir hier absolut mit dem Wettbewerb dabei. Wie schaut es mit der Grundausstattung aus? Der Lada Kalina ist serienmäßig mit Klimaanlage, Soundsystem, ESP, ABS, elektrische Fensterheber vorne ausgestattet und somit das Notwendige, was man braucht, ist drin. Er hat keine gravierende, übermäßige Technik, die kostenanfällig ist oder ein Unterhaltgeld kostet. Und somit wächst die Begeisterung für unsere Produkte bei den preisbewussten Kunden von Tag zu Tag. Alle Lada-Modelle sind ausschließlich in Benzinversionen erhältlich, da in Russland der Diesel einfach keinen Marktanteil hat, weil dort der Diesel gleich teuer ist wie Benzin und aufgrund der Witterungsbedingungen nicht gefragt ist. Wie viele Lada-Händler gibt es in Österreich? Aktuell haben wir ca. 20 Händler, die hier verkaufsaktiv unterwegs sind. Zusätzlich noch ca. 25 mehr serviceorientierte Werkstätten. Die letzten 2-3 Jahre hatten wir im Jahr um die 150 Fahrzeuge in Österreich abgesetzt, überwiegend natürlich den bewährten Lada Taiga. Mit den neuen Produkten werden wir weiterhin 150 Taigas absetzen. Wir rechnen aber mit 150 bis 200 zusätzlichen PKWs, da die PKWs eben seit Jahresende auch wieder mit Klimaanlage verfügbar sind. Der Lada Kalina beginnt in Österreich bei 10.500 Euro und endet in der Cross-Version bei 11.500 Euro. Der Taiga, nach wie vor der günstigste Offroader in Österreich, präsentiert sich im neuen Look. Seine ausgezeichnete Geländegängigkeit hat er nicht verloren. Er ähnelt immer mehr einem Allround-SUV, der auch vor der Oper gute Figur macht.